Wir sind nicht nur in einer Energiekrise, sondern viele sprechen inzwischen ja sogar von einer drohenden Deindustrialisierung. Ist es reine Hysterie oder ist es eine reale Gefahr? Und wenn ja, wer oder was ist dran schuld? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Man soll ja nicht immer so alarmistisch sein, so in die Richtung, die Welt geht jetzt unter, wir sind am Ende, das war es jetzt mit unserem Wohlstand. Und darum habe ich neulich zum Beispiel auch ein Video gemacht zu dem erstaunlichen Umstand, dass die DAX-Konzerne im dritten Quartal allen Krisen zum Trotz Rekordgewinne erzielt haben. Nur, wie lange noch? Es gibt eine ernsthafte Debatte inzwischen, wie es hier weitergehen soll. Es geht da auch wirklich um die Zukunft als Industriestandort, Schlagwort Deindustrialisierung. Energie, Rohstoffe, Inflation. Hier das Thema vom ZDF, das gleiche Thema aber auch beim Handelsblatt. Und es gibt ja auch immer mehr echte warnende Experten, die sich zu Wort melden. Zum Beispiel hier Weißbier-Waldi, Waldemar Hartmann bei Bild. Die Deindustrialisierung droht und schuld sind die Grünen. Aber sogar Boris Palmer von den Grünen sagt bei Markus Lanz, es droht unter Umständen eine Deindustrialisierung und eine industrielle Kernschmelze. Boris Palmer ist natürlich kein richtiger Grüner, sondern der ist bei den Grünen sowas wie Sahra Wagenknecht ist bei der Linken oder wie Olaf Scholz für die SPD ist. Der Olaf macht halt so sein Ding. Siehe Hamburger Hafen, siehe China-Politik. Und damit ist er aber natürlich immerhin die einzige wahrnehmbare Opposition zurzeit im Moment zur Bundesregierung. Aber so oder so, fangen wir mit einer positiven Nachricht an. Wir haben eine Energiekrise, aber Europa ist es gelungen, seinen Gasverbrauch deutlich zu senken. Das ist eine Grafik aus der Financial Times auf Basis von Daten von ICIS. Der Verbrauch dieses Jahr relativ zum 5-Jahres-Durchschnitt. Dunkelblau die EU insgesamt, Ende November eine Reduzierung um 24% gegenüber dem Durchschnitt. Und andere Farben hier dann auch noch die einzelnen großen Länder. Gleichzeitig sind aber unsere Gasspeicher fast voll und die Regierung deckelt ja auch noch ab Januar unsere Heizkosten, was viele aber schon wieder ziemlich sorglos macht. Und ist es überhaupt vertretbar, wenn man an Weihnachten jetzt wieder die fetten Lego-Sets verschenkt dieses Jahr und gleichzeitig aber Gasstütze einsteckt vom Staat? Hier Lego, die einzige wertbeständige Geldanlage zurzeit. Jedenfalls, die Unternehmen, die dürfen sowas ja nur sehr bedingt. Ab einer bestimmten Höhe an Hilfen darf man weder Dividenden ausschütten, jetzt noch Boni. Damit auch gleich ganz klar ist, wir sind jetzt nur noch Zombies, es gibt uns nur noch wegen der Staatshilfe. Und das ist aber noch nicht das Schlimmste. Der Gasverbrauch ist natürlich auch darum gefallen, weil das Wetter so mild war und das ist jetzt aber nicht mehr so. Dann ist Gas auch substituiert worden von den Unternehmen mit Öl zum Beispiel. Und außerdem haben ja sowohl die Haushalte als auch die Unternehmen wirklich gespart. Der Gasverbrauch ist aber auch dadurch zurückgegangen, weil eben Produktion zurückgefahren worden ist oder auch wirklich gestoppt worden ist, weil es eben auch einfach nicht mehr ging. Und man denkt ja immer, es wird allen geholfen. Aber in der FAZ, da war neulich ein sehr guter Artikel, leider hinter der Bezahlschranke. Da ging es darum, wie es manchmal eben auch so läuft, nämlich beim Dachziegelhersteller Nelskamp. Die Dachziegel müssen ja gebrannt werden und die Gaspreise sind stark gestiegen. Das Unternehmen ist dadurch in ein Schutzschirmverfahren gekommen. Und darum haben dann aber auch die Versorger die Gaslieferverträge gekündigt und sie haben dann das Gas einkaufen müssen zu immens hohen Spotpreisen. Und das ging dann eben nicht mehr. Öfen aus, trotz voller Auftragsbücher. Und als Nelskamp dann für die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt hat, da hat die Bundesagentur für Arbeit erklärt, das Abschalten der Öfen sei eine unternehmerische Entscheidung und darum gibt es auch kein Kurzarbeitergeld.
Also von wegen, der Staat fängt jetzt schon alles auf. Und der Ausfall durch diese Stilllegungen, die es da gab, das waren Ziegel, die für 3.500 Einfamilienhäuser gereicht hätten. Und dadurch geht es dann natürlich auch auf den Baustellen nicht mehr weiter. Eins ergibt also das andere in so einem Fall und darum befürchten viele eben auch jetzt einen Dominoeffekt, ein Auseinanderbrechen hier am Standort von Strukturen und Wertschöpfungsketten. Und zum Beispiel der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der rechnet für die nächsten Monate mit Insolvenzen bei zehntausenden Betrieben und, ich zitiere, einen Wohlstandsverlust unbegreiflichen Ausmaßes. Und die Energiekrise ist auch noch nicht vorbei. Auch wenn wir diesen Winter durchkommen sollten, die Gasspeicher sind danach leer. Das heißt, nächstes Jahr muss der laufende Bedarf gedeckt werden, plus die Gasspeicher wieder aufgefüllt werden. Und man darf ja nicht vergessen, dieses Jahr, da hat es ja noch Gas aus Russland gegeben, zumindest bis zum Sommer. Aber nächstes Jahr gibt es das eben sehr wahrscheinlich nicht mehr. Und das ist eben jetzt auch für die Unternehmen sehr schwer kalkulierbar. Sie müssten jetzt also noch mehr Gas einsparen, aber hier wieder eine Grafik von der Financial Times, Umfrage in der deutschen Industrie vom Oktober, der untere Balken, wie hat man die letzten 6 Monate Gas eingespart? Das ging zum überwiegenden Teil, noch zu 75%, nämlich ohne großen Einfluss auf die Produktion. Und ungefähr 15% hat man dann nur mit einer Produktionsreduzierung geschafft und ungefähr so 7% mit Produktionsstopps. Aber die nächsten 6 Monate, das ist das obere, da sieht es schon ganz anders aus. Da kann man dann nur noch 40% einsparen ohne Beeinträchtigung. Aber über 50% der möglichen Einsparungen, das geht dann nur noch mit Produktionseinschränkungen oder Produktionsstopp. Soll heißen, die einfachen Sparpotenziale, die sind jetzt ausgeschöpft. Ab jetzt tut es betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich weh. Und vor allem, wenn man im internationalen Wettbewerb ist mit seinen Produkten, dann kann man es wahrscheinlich sowieso gleich vergessen, weil dann ist man einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Der Gaspreis in Europa ist immer noch 5-mal so hoch wie in den USA und wir haben ja auch die höchsten Strompreise unter allen G20-Ländern. Betrifft dann hauptsächlich die Schwerindustrie oder noch stärker wahrscheinlich die chemische Industrie. Paradebeispiel BASF, einer der wichtigsten Konzerne in Deutschland. BASF hat mitgeteilt, sie fahren ihre Aktivitäten in Europa so schnell wie möglich zurück und zwar auf Dauer. Gleichzeitig investieren sie aber nochmal 10 Milliarden Euro in ein riesiges Werk in China. Trotz der Probleme, die es auch in China gibt und trotz der geopolitischen Konflikte. Natürlich auch, weil der chinesische Markt interessant ist, ganz klar. Und nicht jedes Werk, das ein deutscher Konzern im Ausland baut, das heißt, dass der Standort Deutschland jetzt am Ende ist. Es sind internationale Konzerne natürlich, die diversifizieren auch, die wollen auch auf neue Märkte. Aber wenn wirklich Produktion ausgelagert wird, woran liegt es dann? Das hier ist eine Grafik aus dem IPL-Magazin, die ist auch schon ein bisschen älter. Aber wichtige Gründe sind dann eben Erschließung von neuen Märkten, dann Lieferfähigkeit, Kapazitäten, Subventionen, Abgaben, das wird alles oft genannt. Aber ganz oben auf der Liste stehen schlicht und einfach eben doch die Kosten. Und es ist ja auch nichts Neues. Da kann man auch 100-mal sagen, man will jetzt die Lieferketten und so wieder entflechten oder sowas. Aber wenn ein Standort nicht wettbewerbsfähig ist, dann ist er eben nicht wettbewerbsfähig. Und was ja noch dazu kommt, das ist, dass zusätzlich auch der europäische Markt, der Absatzmarkt für die Unternehmen, dass der seit Jahren auch angeschlagen ist und strukturell wachstumsstark. Schwach. Hier haben wir die EU-Industrieproduktion. Die Grafik ist von Eurostat. Verschiedene Sektoren, die Industrie insgesamt, das ist der mittlere Blauton. Wir sehen, es ging zwar schon wieder leicht aufwärts die letzten Jahre, aber wir sind in einigen Bereichen, zum Beispiel Industrie, Energie und langlebige Konsumgüter, immer noch unter dem Niveau von vor der Finanzkrise 2008 und auch insgesamt nur ganz leicht drüber.
Und jetzt schauen wir uns aber zum Beispiel mal Südostasien an, hier von Makrotrends. Der gleiche Zeitraum und die obere Linie, da hat sich die Wertschöpfung in der Industrie seit 2005 in Dollar fast vervierfacht. Auch da, das sieht man an der unteren Linie, auch da geht der Anteil der Industrie an der gesamten Wirtschaftsleistung inzwischen zurück. Auch da werden Dienstleistungen immer wichtiger. Ist aber meiner Meinung nach nur dadurch möglich, dass man sich vorher schon eine starke Basis geschaffen hat mit einer starken Industrie. Bestes Beispiel China. Es wäre in China nie im Leben so viel Wohlstand geschaffen worden in den letzten Jahrzehnten nur mit Dienstleistungen, wenn sie nicht in fast jedem industriellen Bereich eben auch stark aktiv gewesen wären und auch sehr wettbewerbsfähig. Und dass Industrie abwandert und sich verlagert in die Emerging Markets, das ist ein Trend, den wir sehen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird auch so bleiben. Und die Emerging Markets wird das stärken, auch wenn die Börsen der Emerging Markets sich unterdurchschnittlich entwickelt haben die letzten Jahre. Und in dem Zusammenhang darf ich auch nochmal erinnern an unseren Zukunftsmärkte-Report, an den nächsten. Der geht morgen raus zu den Börsen in Polen, Ungarn und Tschechien. Wo man sagen könnte, bei allen Problemen, hauptsächlich politische Probleme, da werden die inzwischen wahrscheinlich auch zu negativ gesehen. Auch Osteuropa hat die Energiekrise natürlich hart getroffen, gar keine Frage. Ich würde aber mittelfristig auch sagen, Osteuropa ist auch ein Profiteur von dieser Verlagerung von Industrie und von Arbeit in Schwellenländer. Gerade auch in Zeiten, wo man eben China auch skeptischer sieht als Standort. Und mal ganz abgesehen davon, Osteuropas Börsen sind eben auch günstig bewertet und sie haben eine sehr solide Geldpolitik, sie haben auch ein hohes Zinsniveau. Wir haben in Polen da einen Leitzins von 6,75%, in Tschechien von 7% und in Ungarn sogar von 13%. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und jetzt aber zur Frage aller Fragen. Sind die Grünen schuld an allem oder die Ampelkoalition jetzt? Ich bin mit der Regierung nicht so streng wie viele andere im Moment, weil wir sehen ja doch auch, wie sie kämpft, wie sie auch mit allen verfügbaren Mitteln gerade versucht, dass sie diesen Schock für das Land abdämpft. Und der Ukraine-Krieg, der war eben auch Pech. Aber eine der zentralen Säulen der Energieversorgung ist damit jetzt weg. Das war Wladimir Putins Beitrag zu unserer Klimawende. Und das Problem ist aber, die zweite Säule, Kernenergie, ist ja auch weg und Kohle soll ja eigentlich auch weg. Und Professor Clemens Fuß vom ifo-Institut, der hat neulich mal in einem Interview gesagt, wenn er einen neuen Kühlschrank braucht, dann wartet er, bevor er den alten entsorgt, bis der neue da ist. Und das habe man bei der Energieversorgung natürlich nicht so gemacht, sodass er es für wahrscheinlich hält, dass wir jetzt sogar erstmal eine Kohlerepublik werden, weil das ja mit den Erneuerbaren offensichtlich nicht schnell genug geht. Tja, jeder steht jetzt da, jeder beschwört die große Wende und die große Transformation, die jetzt ganz dringend kommen soll. Aber mal abgesehen davon, vor dem Hintergrund, dass mir nicht klar ist, dass man zum Beispiel den kleinen Wasserkraftwerken in Deutschland jetzt komplett die Förderung entzieht, die allein in Bayern ja 350.000 Haushalte mit Strom versorgen. Oder dass man bei den Versorgern jetzt Zufallsgewinne abschöpft, was ja vor allem auch die alternativen Energien betrifft. Und dass man den Versorgern auch noch nicht mal sagt, ihr könnt die Gewinne retten, wenn er die jetzt reinvestiert in alternative Energien, was Milliarden an Investitionen freimachen würde jetzt. Mal ganz zu schweigen davon auch, dass die Förderung für energetische Gebäudesanierung massiv zurückgefahren wird gerade. Ausgerechnet jetzt. Also so viele Entscheidungen, die, wenn man Klimaschutz will, die absolut nicht nachvollziehbar sind im Moment. Aber davon ganz abgesehen.
Wenn diese Wende kommen soll, dann brauchen wir jetzt niemand mehr, der uns permanent warnt und ermahnt oder auch rumfabuliert über die großen Chancen, die damit auch angeblich kommen sollen. Und wir brauchen auch niemanden mehr, der sich auf Autobahnen klebt, sondern wir brauchen jetzt eigentlich mal jemanden, der uns sagt, wie das jetzt gehen soll. Und zwar auf eine bezahlbare Weise auch. Und die, die jetzt sagen, das mit der Bezahlbarkeit, das ist überhaupt nicht angebracht und das ist auch furchtbar kleingeistig angesichts der Gefahren des Klimawandels, die sollten sich aber auch mal klar machen, dass es rein gar nichts bringt, wenn man die eigene Wirtschaft klimaneutral macht, dadurch, dass die in energieintensive Industrie einfach abwandert. Und es ist ja auch eine gefährliche Illusion, dass wir uns jetzt zu sowas entwickeln sollen wie so einer Art postindustriellen Gesellschaft, in der wir uns dann alle nur noch gegenseitig beraten, wenn wir nicht gerade durch bunte virtuelle Welten schweben und jeder jedem Pizza liefert, wie das Jürgen Rüttgers mal so schön gesagt hat, der frühere Bundesforschungsminister. Es gibt jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Die haben alle Erwartungen an ihr Leben und dementsprechend wird es auch in Zukunft in großem Umfang Industrie und Schwerindustrie auch geben müssen. Und die Frage ist einfach nur, wie und wo. Und in Deutschland ist die Industrie immer noch nach wie vor stärker als in anderen europäischen Ländern und auch deutlich stärker als in Großbritannien zum Beispiel. Und das ist für uns immer noch ein großer Vorteil. Und es wäre gut, wenn wir diesen Vorteil jetzt auch verteidigen könnten gegen eine politische Klasse, bei der ich leider zum Teil schon den Eindruck habe, dass sie eben chronisch wirtschaftsfern ist in Teilen und für die Wirtschaft zum Teil auch nur noch sowas ist wie ein notwendiges Übel. Es geht jetzt nicht darum, hier hysterisch zu kreischen, die Regierung ist unser Ende oder solche Dinge. Aber bei allen Stärken, die wir eben auch natürlich haben an unserem Standort, man muss einfach feststellen, es gibt strukturelle Nachteile hier, die sich jetzt auch schleichend verschärfen und die jetzt eben möglichst nicht noch größer werden sollten. Und das müssen wir schon einfordern von dieser Politikergeneration, egal wo wir da sonst stehen. Politisch. Nicht, dass, wenn sich Ihre Kinder dann eines Tages von Lego auch mal was Technisches wünschen sollten, dass sie dann da suchen müssen bei exotischen Ländern in der Lego-Abteilung oder sogar in der Abteilung Fantasy. Und Lego baut übrigens gerade ein neues Werk in Vietnam. Und die wichtigsten Produktionsstätten von Lego, das sind auch zurzeit Tschechien, Ungarn und Mexiko, aber das nur mal nebenbei. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall wenigstens noch ein paar schöne, entspannte Vorweihnachtstage. Gönnen Sie sich was. Denken Sie auch noch dran, aus unserer Abteilung Exotische Länder, da kommt eben morgen nochmal ein gratis Zukunftsmärkte-Report zu den Börsen in Polen, Tschechien und Ungarn. Einfach noch schnell dafür eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.